Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Richtig Schwanger. Heute geht es um das Thema Sport in der Schwangerschaft. Darf ich in der Schwangerschaft überhaupt Sport machen? Welche Sportarten werden empfohlen? Welche sollte ich eher vermeiden? Gibt es Gründe, warum ich überhaupt keinen Sport in der Schwangerschaft machen darf? Wann sollte ich mit dem Sport aufhören? Und wie lange darf ich eigentlich während so einer Schwangerschaft Sport machen? Bis zum Schluss oder muss ich doch schon früher aufgeben? Viele Fragen haben mich dazu erreicht. Jetzt gibt es noch mehr Antworten. Viel Spaß beim Video! Die Frage, ob Sport in der Schwangerschaft sinnvoll ist oder auch Vorteile bringt, kann mit einem ganz klaren Ja auf jeden Fall beantwortet werden. Sport hat sowohl psychische als auch körperliche Einflüsse. Auf der Seite der Psyche stehen mit Sicherheit, den Stress abzubauen, ein besseres Körpergefühl, selbstbewusster zu sein, viele Dinge, die sich positiv auf die Psyche auswirken können. Neben der Psyche gibt es auch zahlreiche positive Effekte auf den Körper an sich. Machst du zum Beispiel draußen Sport, also an der frischen Luft, steigert das zum einen schon mal das Immunsystem, man hat Sonneneinstrahlung, Vitamin D wird produziert, dein Kreislauf wird angeregt, das heißt, du hast eine viel bessere Durchblutung des gesamten Körpers, dadurch auch eine viel bessere Sauerstoffversorgung. Und was hängt an dem ganzen Körper dran? Natürlich das Kind mit Mutterkuchen. Das heißt, auch der Mutterkuchen wird viel besser durchblutet, auch viel mehr Sauerstoff da rein transportiert, was natürlich am Ende dein Kind abbekommt. Muskeln, Wadenkrämpfe, Thrombosen, Hämorrhoiden, all das kommt viel weniger vor, wenn man Sport macht, regelmäßig Sport macht. Und auch ein großer Aspekt ist natürlich die Verdauungsproblematik. Auch Verdauungsprobleme werden durch Sport gemindert. Der Lieblingsnebensatz eines jeden Arztes fängt mit A an. Aber natürlich gibt es Einschränkungen. Natürlich muss man schauen, ob man fit ist für den Sport. Solltest du Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, extremes Über- oder auch Untergewicht, irgendwelche Skelett- oder Muskelerkrankungen haben, schränkt das den Plan, Sport zu machen, natürlich erheblich ein. Das gerade genannte sind zum Beispiel solche Dinge, die auch Nicht-Schwangere haben und dann keinen Sport machen dürfen. Es gibt aber auch ganz viele Schwangerschaftserkrankungen oder mit der Schwangerschaft zusammenhängende Dinge, die den Sport entweder einschränken oder gar verbieten können. Solltest du zum Beispiel vorzeitige Wehentätigkeiten, vorzeitigen Blasensprung, eine Gebärmutterhalsverkürzung oder auch einen Mutterkuchen, der über dem inneren Muttermund eine sogenannte Plazenta previa haben oder auch Blutungen haben, vaginale Blutungen, das sind absolute Kriterien, mit dem Sport gar nicht erst anzufangen. Solltest du von den eben genannten Dingen sogar während des Sports etwas entwickeln, sei es eine Blutung oder eine vorzeitige Wehentätigkeit, hörst du natürlich auch sofort auf, weiter Sport zu machen. Nichtsdestotrotz ist natürlich die ärztliche Empfehlung oder auch medizinische Empfehlung ganz klar ein Ja zum Sport, aber man sollte schon sicher sein, dass man den Sport machen darf, also im Zweifel vorher mit Ärztin oder Arzt vorher drüber sprechen, um 100% sicher zu sein, dass das überhaupt keinen Einfluss auf die Schwangerschaft hat. Kommen wir nun zu der Frage, was für Sport und vor allen Dingen in welchem Ausmaß, wie viel Sport ist eigentlich erlaubt in der Schwangerschaft? Sport im aeroben Leistungsbereich, das heißt eine Herzfrequenz von 140 Schlägen pro Minute darf nicht überschritten werden. Ja, Mediziner lieben Zahlen und Fachbegriffe. Was wir eigentlich damit sagen wollen ist, wenn ihr beim Sport euch noch normal mit dem Nachbarn oder irgendwem unterhalten könnt, dann ist das ein Leistungsbereich, der völlig in Ordnung ist. Ihr müsst euch noch normal unterhalten können, ohne kurzatmig zu werden. Kommen wir nun zu den idealen Sportarten, wenn man schwanger ist. Ideale Sportarten, wenn man schwanger ist, sind zum Beispiel Joggen, Schwimmen, Walking, Tracking, Gymnastik, Tanzen, Radfahren. All das sind Sportarten, die man ohne Bedenken machen kann. Wenn man sich dabei noch einigermaßen gut unterhalten kann, ist die perfekte Herzfrequenz auch erreicht. Vermeiden sollte man Sportarten, die mit einem erhöhten Verletzungs- oder auch Unfallrisiko einhergehen. Oder auch eine schnelle Beschleunigung oder abruptes Abbremsen. Das sollte in der Schwangerschaft auf jeden Fall vermieden werden. Also jegliche Art von Mannschaftssport, ob es Volleyball, Fußball oder Handball sind auf jeden Fall zu vermeiden. Dabei ist das Verletzungsrisiko viel zu hoch. Reiten, Klettern, Bungee-Jumping, Fallschirmspringen, ja, das sind Sportarten. Sind natürlich Sportarten, wo das Sturzrisiko erhöht ist und sollten auch vermieden werden. Es gibt natürlich auch Sportarten, die irgendwo dazwischen, zwischen diesen zwei Extremen sind. Tennis, Squash, also solche Ballsportarten, die so in diesem Submaximalbereich sind. Also wo man sich nicht komplett verausgaben muss, wo das Sturz- und das Verletzungsrisiko auch nicht allzu hoch ist, aber man trotzdem einigermaßen vorsichtig sein soll. Die kann man machen, wie gesagt, im Zweifel Ärztin, Arzt fragen, ob das okay ist, aber man sollte sich natürlich wieder nicht verausgaben. Ich glaube, Dinge wie Triathlon, Marathon, Ironman oder Ironwoman gibt es heutzutage auch, extremes Gewichtheben, also Bodybuilding, das sind alles Dinge, die selbstverständlich verboten sind während der Schwangerschaft. Unterm Strich sind das aber auch natürlich nur Empfehlungen für Sportarten. Du musst deinen eigenen Sport finden. Es gibt sogar auch schwangeren Sport, da einfach mal im Internet informieren. Außerdem musst du gucken, wie viel kann ich, wie viel schaffe ich, wie viel kann ich meinem schwangeren Körper eigentlich zutrauen.
Fang im Zweifel klein an, weniger ist oft mehr. Guck, wie weit du kommst. Vielleicht kannst du noch eine Ecke mehr joggen oder doch noch ein bisschen weiter wandern. Also, das eigene Körpergefühl ist dabei ganz wichtig. Hör drauf. Solltest du kurzatmig werden, du ein komisches Gefühl haben, auch Schwindel, Übelkeit, all das sind Dinge und Symptome, die darauf hindeuten, dass es doch ein bisschen zu viel war. Dann setz dich erstmal hin, ruh dich aus, schau, dass es besser wird und beim nächsten Mal weißt du Bescheid, das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten und beim nächsten Mal mache ich halt ein bisschen weniger. Jetzt möchte ich dir kurz meine Top 3 Sportarten in der Schwangerschaft einmal vorstellen. Auf Platz 1 ist für mich ganz klar Schwimmen oder auch Aquajogging, Aquagymnastik. Alles, was mit einer Schwangeren im Wasser zu tun hat, finde ich super. Und der Grund dafür ist, dass einfach im Wasser die Schwerkraft einigermaßen ausgeschaltet wird. Mit so einer großen Kugel vorneweg ist einfach der Schwerpunkt viel weiter vorne. Man kriegt Rückenschmerzen, man kriegt Wadenschmerzen, Beinschmerzen. Alles tut weh und im Wasser ist das irgendwo alles aufgehoben. Die Belastung für das ganze Skelettsystem oder auch Gelenke und Knöchel ist einfach viel geringer im Wasser. Außerdem hat man eine super Wärmeableitung über das Wasser. Das heißt, man schwitzt auch gar nicht so stark. Sportart Nummer 2 ist für mich das Laufen. Laufen wird in der heutigen Gesellschaft total gehypt und ich finde das auch super. Es ist super easy. Man packt sich einfach ein paar Schuhe ein, man braucht nicht viele Gerätschaften, man braucht nicht viel Geld und kann einfach loslaufen. Und das sollte man auch auf keinen Fall in der Schwangerschaft aufgeben. Ich habe es anfangs schon erwähnt, natürlich ist das Laufpensum, was man vielleicht früher mal hatte, früher ist man vielleicht 5 Kilometer am Stück ohne Probleme gelaufen, jetzt ein bisschen eingeschränkter. Aber passt euch einfach an, ihr habt jetzt ein paar Kilo mehr mit rumzutragen, das geht auf Knöchel und Gelenke. Aber wenn ihr dann halt nur 1 Kilometer schafft oder auch nur schnelles Gehen schafft, also ein Walking schafft, ist das doch völlig in Ordnung. Man ist an der frischen Luft, man hat seinen Kreislauf angeregt und hat einigermaßen Sport gemacht. Hier besonders nochmal erwähnen möchte ich, das gilt irgendwo auch für jede Sportart, aber hier auch nochmal ganz gesondert, ist das Aufwärmen. Aufwärmen ist ganz wichtig, noch schon mal den Kreislauf in Schwung bringen, schon mal den Körper darauf vorbereiten, die Sehnen so ein bisschen vorzureizen, die Durchblutung im Muskel schon mal zu steigern. Ein gutes Aufwärmen gehört immer dazu und dann fällt das Laufen später auch viel leichter. Und die dritte und damit auch letzte Sportart unter meinen Top 3 und zugegeben, das sind so ein paar Sportarten vermischt, aber es gehört für mich auch irgendwie zusammen, ist Gymnastik, Tanzen, Yoga oder auch Krafttraining im Fitnessstudio. All das sind super Sache in der Schwangerschaft. Informiert euch einfach mal im Internet, was es in eurer Region gibt. Es gibt meistens super viele Tanzkurse, Yogakurse für Schwangere, auch Gymnastikkurse. Einfach mal informieren, da kann man super den Kreislauf anregen, da kann man sich gut dehnen. Auch bei Yoga lernt man einfach seine Beckenmuskulatur gut kennen. Schwangeren-Yoga ist einfach eine super Vorbereitung auch auf eine Geburt. Gerne informieren, da anmelden. Man lernt Gleichgesinnte kennen, knüpft sofort Kontakte und hat eine Menge Spaß und macht noch Sport nebenbei. Ja, bessere Kombination gibt es da eigentlich gar nicht. Es gibt übrigens gar keine Einschränkung, wie lange man Sport in einer Schwangerschaft machen sollte. Und das macht auch total Sinn, denn die Geburt an sich, wenn man das mal überlegt, ist ja eigentlich ein Hochleistungssport. Also da gibt es gar keine Einschränkung, wie lange man es machen sollte. Ihr könnt theoretisch bis zur Geburt und darüber hinaus Sport machen. Das war das Video zum Thema Sport in der Schwangerschaft. Also einen absoluten Daumen nach oben und eine Empfehlung zum Sport in der Schwangerschaft. Lasst euch gut aufklären, lasst euch gut von euren Ärztinnen und Ärzten informieren über Sport in der Schwangerschaft. Es ist absolut ratsam, das zu machen und beugt vielen Erkrankungen vor. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, folgt mir auch bei Instagram und bei Facebook. Bei Facebook habe ich sogar eine eigene Gruppe gegründet, die richtig schwanger heißt. Da könnt ihr euch austauschen. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Weiterbrüten und beim Sport. Ciao, ciao. Bis dahin.